Sue Akins wurde nach ihrem Auftritt in der National Geographic Show Life Below Zero, Überleben in Alaska, weithin bekannt. Every day, every morning, every night, I've got to look for predators. Doch Jahre später sind die Fans neugierig auf ihren aktuellen Status und darauf, was nach ihrem Höhepunkt in der Sendung passiert ist. Erfahre mit uns, was aus Sue Akins seit ihrer Zeit in Life Below Zero geworden ist. Das Leben und die Abenteuer von Sue Akins in Alaska. Wenn wir über Sue Akins sprechen wollen, kommen wir nicht umhin, Life Below Zero zu erwähnen. Eine fesselnde Serie, die das wilde Herz Alaskas in unsere Wohnzimmer bringt. Die Dokumentation, die seit 2013 auf National Geographic ausgestrahlt wird, zeigt die Hartnäckigkeit und den Mut von Menschen, die am Rande der Welt leben. Unter ihnen glänzt Sue Akins als ein Leuchtfeuer der Unverwüstlichkeit und des Abenteuers. Sues Haus in der Nähe des Arctic National Wildlife Refuge liegt meilenweit von der Zivilisation entfernt und ist ein Zeugnis für ihr außergewöhnliches Leben. Mit nur einem Einwohner ist ihre Adresse auf der Landkarte eingezeichnet, ein Fleck inmitten der riesigen, ungezähmten Wildnis. In Sues Geschichte geht es nicht nur ums Überleben, sondern auch ums Gedeihen in der Isolation. Ihre Reise nach Alaska begann mit einem Familienumzug nach einer Scheidung. Und als ihre Mutter sie verließ, war sie allein. Doch der Rat eines Einheimischen, das Jagen zu lernen, wurde zu ihrem Rettungsanker und machte die Wildnis zu ihrem Zufluchtsort. Life Below Zero folgt Sue und anderen, die die Herausforderungen des Lebens auf dem Land meistern. Während die Sendung ihren Schauspielern zwischen 2.000 bis 4.000 Dollar pro Folge zahlt, geht es für Sue und ihre Gefährten nicht nur um das Geld. Sie fischen, suchen nach Nahrung und stellen sich den brutalen Elementen Alaskas. Trotz der Kritik liegt der Reiz der Serie in der Darstellung eines Lebens, das sich viele von uns nur vorstellen können. Sie bringt die raue Schönheit Alaskas und den unbeugsamen Geist derer, die es ihr Zuhause nennen, ans Licht. Sue Akins verkörpert diesen Geist. Seit sie 2013 von den Produzenten angesprochen wurde, hat sie mit ihrer 10-jährigen Teilnahme an der Show weltweit die Herzen erobert. Ihre Tapferkeit, gepaart mit einer wilden Unabhängigkeit, zeigt ihre tiefe Verbundenheit mit dem Land. Sue Akins, Kurzbiografie. Sue Akins wurde an einem Sommertag im Jahr 1963 in der pulsierenden Stadt Chicago geboren. Ihre Lebensgeschichte liest sich wie ein epischer Roman voller Wendungen und ungebrochener Abenteuerlust. Nachdem ihre Eltern in den späten 60er und frühen 70er Jahren getrennte Wege gingen, musste die damals 12-jährige Sue von einem Ort zum anderen ziehen. Trotz dieser frühen Herausforderungen zeigte sie eine unglaubliche Lernfähigkeit und machte mit 13 Jahren ihren Highschool-Abschluss. Aber das war erst der Anfang. Sues Durst nach Abenteuern führte sie in die Lüfte, wo sie lernte, ein Flugzeug zu steuern, was ihr ein weiteres Erfolgserlebnis bescherte. Heute, im Jahr 2024, ist Sue Akins 60 Jahre alt und immer noch so temperamentvoll wie eh und je. Und ihr Leben in der Wildnis Alaskas fesselt und inspiriert sie. Als Sternzeichen Krebs verkörpert sie Entschlossenheit, Sensibilität und Ausdauer. Eigenschaften, die sie durch die härtesten Wetterbedingungen und Begegnungen mit wilden Tieren getragen haben. Doch trotz allem hat ihre Liebe zum Abenteuer nie nachgelassen. Sues unglaubliche Reise und ihr einzigartiger Lebensstil sind nicht unbemerkt geblieben. Sie war der Star der Serie Life Below Zero, die nicht nur Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt ihre Geschichte nahebrachte, sondern auch 16 Emmy-Nominierungen und 8 Siege in 20 Staffeln auf dem National Geographic Channel einbrachte. Seit etwa 7 Jahren ist Sue Akins eine der Hauptfiguren in der Sendung, in der sie ihre Überlebenstechniken, ihren unerschütterlichen Mut und ihre tiefe Verbundenheit mit der Wildnis Alaskas demonstriert. Was Sue Akins für viele zu einem Liebling macht, sind nicht nur ihre Überlebenskünste
oder ihr furchtloser Umgang mit den Herausforderungen der Natur. Es ist ihre Authentizität, ihre Fähigkeit, in der Einsamkeit Alaskas Freude zu finden und ihre Hingabe, das Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben. Juristischer Kampf. Nun, das ist etwas, was du sicherlich nicht erwartest, wenn man bedenkt, dass sie mit dieser Fernsehshow eine Menge Geld verdient hat. Aber wusstest du, dass Sue Akins, der Star von Life Below Zero, die Produzenten verklagt hat? Das stimmt. Die furchtlose und unbeugsame Sue befand sich in einem Rechtsstreit, der die Aufmerksamkeit vieler auf sich zog. 2017 ging Sue einen mutigen Schritt und reichte eine Klage gegen die Produzenten der Show ein, darunter die BBC und mehrere ihrer Tochtergesellschaften. Sie behauptete, sie hätten sie dazu gedrängt, gefährliche Stunts zu machen, um die Serie aufzupeppen. Stell dir vor, sie wollten, dass sie ihr Schneemobil mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über einen vereisten Fluss fährt, was in einem schweren Unfall endete. Sue wurde verletzt im Schnee zurückgelassen und wartete auf medizinische Hilfe, während die Kameras weiterliefen. Es ist wie in einem Film, aber für Sue war es die harte Realität. Sie beschwerte sich nicht nur über die körperlichen Gefahren. Sue behauptete, dass sie in der Sendung als labil und häufig betrunken dargestellt wurde, was nicht der Wahrheit entsprach. Sie beschuldigte einen bestimmten Produzenten, nicht nur ihr körperliches Wohlbefinden zu gefährden, sondern sie auch verbal zu beschimpfen und eine Schreckensherrschaft am Set zu errichten. Es ist schockierend zu denken, dass der warme, abenteuerlustige Geist, den wir auf dem Bildschirm sehen, hinter den Kulissen so unter Stress stand. In ihrem Kampf vor Gericht zeigte Sue die gleiche Widerstandskraft, für die sie in der Wildnis bekannt ist. Und weißt du was? Die Geschworenen stellten sich auf ihre Seite und sprachen ihr satte 28 Millionen Dollar Schadenersatz zu. Triumph über eine schreckliche Begegnung. Ein Bärenangriff ist sicherlich etwas, das niemand von uns erleben möchte. Aber Sue Akins hat diesen Albtraum überlebt und ist gestärkt daraus hervorgegangen. Ihre Tortur erinnert sie eindringlich an die Gefahren, die in der Wildnis lauern, vor allem in den abgelegenen Ecken Alaskas, wo sie zu Hause ist. Trotz dieser erschütternden Herausforderung umarmt Sue die Arktis weiterhin mit ihrer Unverwüstlichkeit und einem Lächeln, das nie verblasst. Sues Begegnung mit einem Grizzlybären vor einigen Jahren ist nicht nur eine Geschichte des Überlebens. Der Angriff ereignete sich an der abgelegenen Flugzeugbetankungsstation Kavik, die sie allein betreibt. Nach dem Angriff war sie 10 Tage lang auf sich allein gestellt, mit ausgekugelten Hüften und schweren Verletzungen, darunter Bisswunden am Schädel. Stell dir vor, du bist halb tot, musst aber deine eigenen Wunden versorgen und auf Rettung warten. Das ist genau das, was Sue tun musste. Der Bär, ein junges Männchen, sah in Sue eine Bedrohung für sein Revier. Der Moment des Angriffs kam unerwartet, als sie gerade dabei war, Wasser aus dem Kavik-Fluss zu pumpen. Als sie ihr Gewehr beiseite legte, nutzte der Bär seine Chance und griff sie brutal an, was Sues Leben für immer verändern sollte. Trotz der schrecklichen Umstände war Sues Überlebenswille unerschütterlich. Sie blieb regungslos liegen und stellte sich tot, in der Hoffnung, dass der Bär das Interesse verliert. Eine Taktik, die ihr schließlich das Leben rettete. Diese Erfahrung hätte jeden brechen können, aber Sue ist nicht irgendwer. Ihr Überlebensinstinkt setzte sofort ein. Da sie wusste, wie wichtig es ist, eine Infektion zu verhindern, gelang es ihr, ihre Verletzungen zu nähen. Ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihr schnelles Denken hielten sie am Leben, bis sie gefunden und mit dem Flugzeug in Sicherheit gebracht werden konnte, wo sie sich vollständig erholte. Gerüchte über ihren Tod. In letzter Zeit hat Sue Akins jedoch wieder einmal das Internet aufgewühlt. Wenn du dich gefragt hast, was wirklich mit Sue Akins von Life Below Zero passiert ist, ist das vielleicht die Antwort auf all deine Fragen. Die Nachricht von ihrem angeblichen Ableben machte im Internet die Runde und versetzte die Fans in einen Strudel der Sorge. Aber um das klarzustellen, Sue ist gesund und munter. Die Gerüchte besagten, dass sie uns im März verlassen hat, aber diese Gerüchte waren nichts weiter als ein schlechter Scherz. Tatsächlich
hat Sue die Stadt in den sozialen Medien aufgemischt, Schnappschüsse von ihren Abenteuern geteilt und bewiesen, dass sie im Land der Lebenden ist. Ihre letzten Instagram-Posts sind ein Beweis für ihren lebendigen Geist, darunter ein Selfie, das ihre Lebensfreude ausstrahlt. Die Fans atmeten erleichtert auf, als sie an den Fehlalarmen vorbeiscrollten und Trost in ihrer Online-Präsenz fanden. Es ist klar, dass Sues Geist so unnachgiebig ist wie die Wildnis Alaskas, die sie ihr Zuhause nennt. Wir sollten uns also nicht mit dem Klatsch und Tratsch aufhalten. Stattdessen sollten wir die Tatsache feiern, dass Sue Akins eine unaufhaltsame Kraft ist, die uns mit ihrer Unverwüstlichkeit und ihrer Liebe für die Natur inspiriert. Auf viele weitere Jahre mit Sues aufregenden Eskapaden BI Life Below Zero. Was denkst du über Sue Akins? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn du das Video magst, gib ihm einen Daumen hoch. Wenn du mehr Videos sehen möchtest, die wir gemacht haben, klicke auf eines auf dem Bildschirm oder sieh dir unseren Kanal an. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.